Liebe YouTuber, ich bin im Moment im Internet, ein bisschen am Zeitung lesen, also ein bisschen das Tagesgeschehen anschauen, was läuft da überhaupt. Und ich muss sagen, in dem Moment bin ich echt sauer. Nein, also das gibt es nicht. Wir sind doch in der jetzigen Zeit, wo wir via Smartphone, via Google, via Facebook und allem zusammen, wo man irgendwie mit dem Handy, mit dem Computer nutzen, wie ein gläserner Mensch sind. Und jetzt lese ich doch da tatsächlich, dass CVP-Nationalrätin Ruth Humbel uns verrecken will durchbringen, dass die Menschen Schrittzähler anlegen, Uhrli anlegen, wo wir überwacht werden. Und das Grösste ist noch, dass Krankenkassen diese Daten dürfen nutzen und werten und auswerten und natürlich ganz klar und logisch zu Ungunsten der Versicherten irgendwann werden verwenden. Ja, die liebe Ruth Humbel ist natürlich ganz klar, sie ist im Verwaltungsrat, ich habe da mal nachgeschaut, sie ist im Verwaltungsrat, sie ist bei der Concordia Beteiligungen, Verwaltungsrätin und in verschiedenen Gremien, wo sie natürlich logisch, schön, fürstlich dazu entlöhnt wird und geht sich natürlich jetzt im Bundeshaus oben einsetzen, dass für die Krankenkassen, wo sie sonst noch ein bisschen nebst dem Bundeshaus arbeiten dürfen und Geld verdient, auch noch einstehen nach dem Motto, hey, wir wollen, dass die lieben Versicherungen und Krankenkassen unsere Daten dürfen verwenden und nutzen. Und es gibt ja für das keine Gesetzgebung. Kritiker sagen ja auch ganz klar, dass der eidgenössische Datenschützer kritisiert, dass es für diese Verwendung der Daten besser als flächendeckende Präventionskampagne das Gesetz und die Erlaubnis nicht da sind. Und genau das kritisiert die liebe Frau Humbel und sagt, wir müssen die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass diese Daten dürfen verwendet werden und macht oben im Bundesbern sich stark für das. Liebe Frau Humbel, sind Sie überhaupt von allen positiven und guten Geistern verlassen worden? Sind Sie überhaupt nur noch so denkend, wie Sie früher, logisch, ich mag so Ihnen gönnen, dass Sie Spitzensportler gewesen sind und Orientierungslauf gemacht haben und als völlig kopfgesteuerter Mensch durchs Leben durchgesäckelt sind und heute auch durchs Leben durchgesäckelt und solche Sachen wollen durchbringen in Bern oben. Sorry, aber eins, liebe Frau, es gibt auch Menschen, die das Recht haben, ihr Leben geschützt zu haben, wo nicht jeder Schritt und alles muss abgewogen werden und muss angeschaut werden. Unsere Ernährung ist unser Recht. Wie wir uns bewegen, ist unser Recht. Wie fit das wir sind oder was wir machen, das ist unser alleiniges Recht. Und da bin ich der Meinung, soll es auch sein und es soll auch so bleiben. Hört mit so scheiss hirnverbrannten Sachen auf und einfach uns nur mehr zu gläsernen Menschen machen zu lassen. Als Junge mag das vielleicht geil sein, wenn man ein paar Franken kann Krankenkassenprämien einsparen kann. Aber auch ihr, liebe Junge, ihr werdet auch älter.
Und dann kommen die einen und die anderen Gebresten. Und dann kommen dann halt vielleicht die Schritte ein bisschen oben runter, wo die Krankenkasse zählen für dich. Und dann heisst, du tust dich nicht mehr richtig bewegen. Du bist selber schuld, dass du krank geworden bist. Wir zahlen die Therapie nicht. Wir zahlen die Medikamente nicht. Oder was auch immer. Liebe Leute, dorthin führt es. Und das ist sowas, liebe Frau Hummel, sowas von Hirn verbrannt und so etwas macht mich stinksauer. Tschüss.